Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ja, jetzt müssen wir hier in dieses Fedra-Lager rein. Das Einzige, was uns jetzt hier momentan in Seattle noch die Hoffnung auf Benzin gibt. Schauen wir mal. Schauen wir uns mal um, wo es hier Treibstoff noch ausgabe. reingeht. Na bitte. Petra Okay. hat das hier mehr als gesichert. In Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Jetzt würde ich sagen, ja, schauen wir erstmal darauf. Schauen wir erstmal, was es da oben gibt, bevor wir reingehen in das in dieses Kuppelgebäude. Zettel. Private Miller. Wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck an der Ecke Spring und Fünfte. Sammeln Sie alle in Ihrem Sektor verfügbaren Soldaten und begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen, sichern Sie den Standort und warten Sie auf meine Ankunft. Sergeant Ward. Okay, eingeschoben. Gucken wir mal. Ja, cool, eine Tür ins Nix. Sehr schön. Was sind das Fenster? Das kann auch so eine Balkontür sein, ne? Ja. Eher sowas. Da ist nix. Sehr schön, hat sich ja voll gelohnt. Ja, schon eine richtige Festung hier. Ne? Wahnsinn. So, ich glaube, ganz vorne war der Eingang. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns einfach mal um. Was hier noch so ginge, was hier möglich ist. Ob es das eine oder andere Secret gibt. Kommst du da durch? Okay, ich halte das. Okay. Shit, infizierte. Na super. Kommen wir doch wieder zurück. Ich hoffe es doch. Ich würde gern schon noch ins Gebäude rein, wenn es geht. Danke. Eigentlich müssten wir wieder zurück dürfen, oder? Das wäre schade ums Gebäude, da kommen wir noch woanders rein. Schnell und leise. Ich sag mir jetzt nicht, ich habe das Gebäude geskippt. Ach nö. Ich würde da gerne noch mal irgendwie rein. Geht das Naughty Dog? Generell noch mal alles gucken. Komm, jetzt zieh halt das Ding auf. Hier geht's noch mal durch. Ey, nee, oder? Oh Mann. Lass gucken, was hier hinten ist. Oh, ist ja doof, ganz ehrlich. Das ist jetzt wieder dumm. Vielleicht kommen wir noch von woanders rein, hoffen wir mal. Na super. Ja gut, wir kommen da noch mal rein, sehr gut. Dina. So oder so ähnlich war das geplant. So in etwa. So, komm. Ja, hoffentlich. Wenn hier noch Leute wären, hätten
hatten sie doch alles gesäubert. Vielleicht haben sie es nicht geschafft. Vielleicht. Suchen wir das Benzin. Benzin. Ist da hinten noch irgendwas? Muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe seit der letzten Folge eine Woche lang nicht gespielt, bin kaum dazugekommen eigentlich, oder gar nicht. Und jetzt schaffe ich es wieder. Also die Folge nehme ich jetzt auf. Die Folgen, die nächsten vier nehme ich jetzt auf. Einen Tag bevor diese Folge hier kommt. Ich nehme mal vier Folgen auf dem Stück auf. Und wie gesagt, habe es jetzt momentan leider echt nicht geschafft, die Woche aufzunehmen. Okay. Na, das wäre vielleicht am Eingangspunkt gewesen. Na gut. Ist auch erstmal nix. Okay, okay, okay. Das Benzinkanister, den. Hey, Ellie. Das hier ist eine Synagoge. Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Was? Sie ist nicht in Flammen aufgegangen, okay. Zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Ah, okay. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst, nach dem Ausbruch? Das. Und die Inquisition. Und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Hier ist viel Stuff drin. Okay, okay, okay. Also ist sie Jüdin, was mir aber vollkommen egal ist, weil sie ist hoffentlich ein netter Mensch. Okay. Guck mal, Munition, sehr schön. Was ist ein Diener? Ah, okay, hier hat man eine Abkürzung gehabt. Na gut, lassen wir das auch. Sehr schön. Ja, müssen wir echt noch einen halben Meter vorschieben. Das komplett vorschieben. Hier ist Benzin. Ja, hoffentlich reicht's. Okay. Hoffentlich ist was drin. Oh, yes! Scheiße, ja. Also bitte, das ist dein Haus Gottes. Hier ist Benzin. Oh, verdammt. Sehr gut. Okay. Sehr, sehr gut. So, ich raus hier. Okay. Betest du noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Und dann noch bei Joels Grab. Und manchmal bete ich nur so für mich. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Okay. Gut, kommen wir jetzt da wieder raus. Ich habe jetzt keinen Weg rausgesehen. Ich hoffe doch. Dina, hast du eine Idee? Ah, warte mal, wir haben noch den Wagen. Den kommen wir da hoch. Okay. Deswegen hat sie das Ding aufgemacht. Ah. Kann man sich eigentlich fast denken. Guck mal, wie stark Ellie ist, oder? Dina? Danke.
War es gerade ein bisschen im Weg, meine Geliebte. Ja, bete mal eine Runde. Auf dass uns der Wagen da hochtragen wird. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, vom Weg her doch alles richtig gemacht. Können wir nochmal, wenn wir rauskommen, mal schnell gucken. Jetzt müssen wir mal den einen oder anderen Weg abklappern. Hey, was machst du da? Wetten, dass ich damit auf den anderen Balkon komme? Okay. Ellie, Vorsicht. Das ist okay. Es hält. Ja, springen werde ich jetzt noch nicht, liebes Spiel. Jetzt. Ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Gut. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Ich denke mal, ich habe da drüben nichts verpasst. Ich hoffe nicht. Okay, Tor. Könnte noch dauern, bis wir Abby und ihre Freunde finden. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Gute Idee. Schauen wir erstmal hier vorne, ob da noch was war oder ist. Nee. Gut. Der Weg an sich war jetzt schon nicht verkehrt. Sorry. Jetzt aber nochmal schauen möchte. Ich weiß, wir gehen jetzt gleich nochmal da rein, aber... Ich glaube, auf dem einen Balkon, wo ich gerade war, habe ich was vergessen. Wollen wir doch hier runter springen können. Da ist aber nichts. Okay, das war's. Gut. Dann kommen wir halt nicht mehr rein. Oder wenn Dina da ist. Nee. Gut, dann haben wir da eventuell irgendwas vergessen. Am Ende irgendeine Sammelkarte. Schade. Naja. So ist es halt. So ist das Leben. So. Leg los, Schimmer. Wie geht's dir da hinten? Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken. Machst du dich lustig über mich? Nein. Oh, das war ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es wäre stimmt. Schneller. So, runter mit uns. Schnell mal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Ich glaube, ich habe den Bereich aber damals, wo wir hingekommen sind, auch schon abgesucht. Juti, würde ich sagen, Gasolina rein hier. Fertig. Mal gucken, was im Sarah Vanner Hotel ist. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Oh, was für ein Code? Hey, diese alten Generatoren sind ziemlich dick. Du brauchst bestimmt ein bisschen. Oh. Entschuldige, was? Gar nichts. Haben wir es denn? Kontrollpunkt Torcode. Was hat das? West 2? Nee. Schauen wir schnell mal, wo wir sonst sind. East 2, okay. Gut, schauen wir uns mal die Karte von Seattle an. Hier haben wir jetzt soweit erstmal alles abgeschlossen. Sehr gut. East 2 hat es jetzt geheißen. 5345, okay. 5345.
Sehr gut. Ja, kein Begrüßungskomitee. Schade. Sie warten nur auf uns. Stimmt. Suchen wir einen Eingang. Da vorne ist auch schon so ein Wolf-Logo wie Abby auch schon auf ihrer Jacke hatte. Das ist als ein anderer Wolf, aber trotzdem. Wolf. WLF. Hm. Verstehe. Ah, klar. Ergibt Sinn. Schon, ne? Darüber müssen wir aber, glaube ich, oder? Ne, hier müssen wir rein. Ah. Brauchen wir irgendeine Codekarte? Wenn überhaupt. Das ist die Frage. Kommt man da rein, in die Dinger? Nee, schade. So, das hat gewesen. Gut, da wird man nicht so leicht reinkommen. Okay. Siehst du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun. Das heißt, wir können auf diese Weise rein. Sehr schön. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Okay, ist Ost 1 Tor. Sag mir die Map. Das ist das Tor, da können wir da hin. Lass mal das Tor aufmachen. Schauen wir, ob es geht. Hast du einen Code für das Tor? Weiß nicht. Ja, obwohl, nee, Ost 1 haben wir nicht, ne? Ost 1 war nicht lesbar. Nee, okay, muss Nein, also. Kein Code für das hier. Shit. Okay. Dann würde ich sagen, rein in den Laden. Oh, keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht kommen wir da drüber. Nee, warte. Da war noch eine Flinte, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, er geht da rein. Okay, okay, okay. Jetzt schleichen wir uns hier mal ein bisschen durchs Gras. Gott, das ist so ein Riesengebäude, habe ich ja so voll Bock drauf. Stimmt, wenn wir da drin sind, dann geht die Hölle ab. Vor allem, dass der Infizierte darüber springt. Jetzt schauen wir, ob es hier noch was gibt. Okay, und rein da in den Laden. Rein da, rein da, rein da. Sarah Venner Hotel. Dina, was ist los? Oh nein. Von denen.
Na ja, geil. Komm, rennt da rein. Yes. Irgendwann fällt auch ihr um. Der Linke müsste früher umfallen. Doch nicht. Schade. Kann ich auch rumschleichen. Da liegt auch irgendwas. Und im Berg. Oh, sehr gut, Dina. Brave Dina. Na, super. Der hier ist frisch. Und der war dieser Wolf auf näher. Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat, dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ist das keine Gerechtigkeit? Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Okay, keine Munition. Alkohol. Sehr gut. Ist noch so ein armes Würstchen? Sie wurden erschossen. Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Petroleum. Hey, da ist ihr Benzin. Ja, ah, stimmt. Da ist der Benzin. Ich dachte gerade, das ist was anderes. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Yep. Bisschen Schrott. Noch einer. Er muss auch irgendwo bald eine Werkbank wiederkommen. Durch die halbe Stadt dazu reisen, macht ja auch wenig bis gar keinen Sinn. Das würde ich sagen, schauen wir mal hier noch schnell. Briefkasten. Okay. Das hier war also nur reiner Eingangsbereich. Sah vorne aus, als wäre hier noch irgendwo ein Gang. Aber es täuschte nur. Ein bisschen Alkohol, sehr gut. Sehr, sehr schön. Genau, was können wir dann bauen? Da können wir auch noch mal spawnen, sehr gut. Und da machen wir noch mal eine. Ah ja, Borderlands, sehr schön. Von den Dingern haben wir 66. Okay. Fertige Verbesserung für Nahkampfwaffen. Dann machen wir das mal. Und ja, schnellere Medikit, sehr gut. Sehr schön. Das wollte ich doch gar nicht. Mal gucken. Nein, das interessiert mich doch null. Hey Mädel,
So komme ich ins Menü, okay. Brauchen wir eine Klinge und Tape, okay. Okay. Okay, okay, okay. Gehen wir da noch weiter hoch. Ja, super. War ein bisschen was los ohne uns, ha? Den hier erkenne ich auch nicht. Na, bleib so wie du bist, danke. Das ist schon wieder ein Hotel, fällt mir ein, ne? In The Last of Us im ersten Drittel, sagen wir, oder in der ersten Hälfte auf jeden Fall haben wir. Oh, 18. Pillen ja auch ein Hotel gehabt. Auch ein ganz cooler Abschnitt gewesen. Oh, Schrift finden, Muni, sehr gut. Oh, ein Lehrbuch. Sehr nice. Trinks, Bücher enthalten mal Verbesserungszweige. Sehr schön. Tarnung. Schalldämpfer anfertigen. Ah, oh, sehr gut. Machen wir das doch mal. Ah, sehr schön. Spricht nach 3 Schüssen. Okay. Gut, 3 Schuss haben wir auch nur mit der Pistole, also sollten die sitzen. Wenn es geht. Ist das drin? Eine Karte. Sammelkarte Know-it-all. Know-it-all. Echter Name Sheila Kim. Intelligenz 100, Muskelkraft 20, Zugehörigkeit Spark. Als bei der weltberühmten Forscherin Sheila Kim eine frühe Form der Demenz festgestellt wurde, wandte sie sich voller Verzweiflung an Spark. Konnten sie etwas tun, um ihren mentalen Verfall aufzuhalten? Sie willigte ein, ihr eine experimentelle Nano-KI-Festplatte ins Gehirn zu implantieren, die nicht nur ihr Wissen speichern, sondern auch massenhaft neue Informationen ansammeln konnte. Jetzt ist sie ohne Zweifel die glücklichste lebende Person der Welt, Sparks neue technische Direktorin und Leiterin der Abteilung Militärforschung. Manche sagen, sie habe ihr Gewissen verloren. Andere fragten sich, ob die KI ihren Geist übernommen hat. Neutrale Schurkin, okay. Ich sag's mal so, bei diesem Kosmos, den die da haben. Aber im Universe steige ich noch nicht durch, aber ist egal. Samstag, 29. März. Unser Schlag gegen den Fedra-Kontrollpunkt war erfolgreich. Ich habe mindestens 3 von diesen Verbrechern getötet. Bei uns gab es nur ein paar Verwundete. Nach unseren letzten Verlusten hat es gut getan, zurückzuschlagen. An dem Abend haben wir Isaac zu unserem neuen Kommandanten gewählt. Es war ein hitziges Treffen. Seine standrechtliche Exekution dieser Gefangenen stößt manchen Leuten noch übel auf, aber ich mag ihn. Er kann auch schwere Entscheidungen fällen. Freitag, 4. April. Ich bin total erschöpft, aber aus gutem Grund. In den letzten Tagen sind 8 neue Rekruten hier aufgetaucht und 6 davon sind Fedra-Deserteure. Es ist eindeutig, Isaacs Richtlinien funktionieren. Entweder das oder es sind die ganzen Flugblätter. Die Leute nehmen uns jetzt ernst und sehen die WLF endlich als echte Alternative. Wir werden diese Faschisten vertreiben und auf dem Fundament, das Emma und Jason gelegt haben, etwas Neues aufbauen. Okay, das ist, glaube ich, nicht ganz sauber im Kopf. Aber gut. Ich würde zwar jetzt fragen, was mit eurer Mutti los ist, aber das kann ich mir, glaube ich, denken. Denke ich mal. Das Klo, das Bad, Schere. Na toll, da ist zu. Niemals.
Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße, hier drüben ist noch jemand. Den kenne ich nicht. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage. Aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Das ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Na los. Okay. Vielleicht erstmal umschauen. Ja. Tommy, holen wir dann noch ein. Noch irgendwas? Nee. Aber da haben wir schon mal den Türcode. Das gefällt mir. Den Torcode. Aber okay, ich würde sagen, wir machen erstmal hier schön Pause. So, vielleicht das Stuff noch ein. Ja, das zumindest mal. Genau. Hammer behalte ich mal. Oder beziehungsweise lasse ich da mal liegen. Genau. Dann würde ich sagen, war es für die heutige Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Und würde ich sagen, sehen wir uns bei Folge 10 wieder von The Last of Us. Bis dahin, Servus und Fütü!